Hallo, ich bin Christine von Dornröschenwolle und ich möchte dir heute kurz zeigen, wie mein neues Tuchstrickset aussieht, was es jetzt schon seit 2 Wochen ungefähr im Dornröschenwolle Shop gibt. Und ich bin ganz froh, dass es so einen großen Anklang gefunden hat. Die ersten Stricksets waren so schnell ausverkauft, dass ich jetzt ganz, ganz schnell ganz viele neue gefärbt habe. Und jetzt möchte ich dir trotzdem noch mal eben davon erzählen, was das überhaupt für ein Tuch ist. Genau. Hier ist dieses Tuch. Das ist ein einfaches Dreieckstuch in einer Grundfarbe gestrickt und mit einer Kontrastfarbe. Der Rand ist bunt, weil die Kontrastfarbe auch sehr bunt ist. Also der Rand wird in der Kontrastfarbe gestrickt. Du fängst es in der Mitte an und strickst es in so dreieckigen Reihen runter, bis es eben ja, die Wolle verbraucht ist und dein Tuch groß genug ist. In diesem Tuch sind 300 Gramm Dornröschens Merino-Wolle enthalten. Diese Wolle hat eine Lauflänge von 420 Meter auf 100 Gramm. Also Sockenwollstärke, ich mag die sehr. Sie ist weich, aber nicht zu weich. Also man kann sie wunderbar direkt am Hals tragen. Sie ist sehr stabil. Man kann sie einfach in der Waschmaschine waschen. Ich tue sie in den Wollwaschgang, meine Sachen aus diesem Garn. Mit einem kleinen bisschen Wollwaschmittel. Am liebsten nehme ich Eukalan, aber es geht natürlich auch jedes andere Wollwaschmittel. Nimm bloß nicht so viel und dann kannst du es ganz einfach waschen und liegend trocknen. Das reicht bei einem solchen Tuch ohne großes Muster aus. Das Tuch ist sozusagen glatt rechts gestrickt. Nur die bunten Streifen, die sind kraus rechts. Und deswegen wird das so plastisch und so schön bunt. Ich habe das Tuch mit 3,5 Nadeln gestrickt. Ich stricke sehr locker. Wenn du ein bisschen fester strickst oder beinahe normal, könnte man schon sagen, nimm ruhig eine Nadelstärke mehr. 4er Nadeln sind, glaube ich, ziemlich gut für jeden, der normal strickt. Wenn du richtig fest strickst, nimm gerne 4,5er Nadeln. Das geht ganz, ganz wunderbar mit diesem Garn. 300 Gramm Wolle sind in so einem Tuch enthalten. Ja, die Stricksets findest du im Dornröschenwolle-Shop www.dornröschenwolle.de. Dort sind sie im Moment auf der Startseite verlinkt. Die Strickanleitung gibt es gerade jetzt bis zum 10. September kostenlos dazu. Das ist mein kleines Spätsommer-Anfang-Herbst-Geschenk für euch, für dich. Und ja, die Stricksets, die ich jetzt online gestellt habe in den letzten Tagen, waren so schnell vergriffen, dass ich da draußen gerade ganz, 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 ganz viele neue, frische Färbungen zu hängen habe. Die kommen zum Wochenende in den Shop. Also ja, sobald die verkauft sind, wird es wieder neue geben. Keine Bange, schreib mir gerne eine Mail, wenn deine Farbe gerade nicht mehr dabei ist. Das war, damit ich weiß, was ich dir färben kann. Also normalerweise sind die dann wieder zu haben und bestellbar im Dornröschenwolle-Shop. Ja, ich mag das Tuch sehr. Gerade heute habe ich ganz viel Schreibtischarbeit gemacht und es ist ganz wunderbar. Jetzt hier bei uns ist es ein bisschen kühler heute. Kann man sich das Tuch so wunderbar um die Schultern legen und gerade wir Handarbeiterinnen, Handwerkerinnen, nehmen wir mal, Strickerinnen, Häkelerinnen, brauchen ja gerne mal was Warmes, gerade im Schulter-Nackenbereich, wenn das jetzt kühler wird. Ich mag das sehr, weil das nämlich total gut aussieht noch dabei und in den bunten Streifen die ganze, ganze Sommerenergie mitgespeichert ist. Und ich glaube, das können wir gut gebrauchen im Herbst und im Winter. Ja, ich habe jetzt angefangen, mir in einer dunklen Farbe nochmal so ein Tuch zu stricken. Einfach mal, um auszuprobieren, wie das so wirkt mit den bunten Streifen. Und ich finde, die leuchten ganz, ganz wunderbar, gerade auf dunkleren Farben nochmal. Auch davon wird es immer wieder neue Sets geben. Schau gerne rein in den Dornröschen-Wolle-Shop. Ich freue mich sehr, wenn ich dir ein Paket packen darf. Und ich freue mich, wenn du Fotos machst von deinem angefangenen Tuch und ja, und die bei Instagram zeigst oder mir auf Facebook zeigst in der Dornröschenwolle-Strickgruppe oder auf Ravelry in der Dornröschenwolle-Gruppe. Das ist so schön zu sehen, wenn aus meinen handgefärbten Garnen so, so schöne Sachen entstehen. Da freue ich mich sehr und alle anderen, die sie sehen dürfen, freuen sich natürlich auch. Und man kann sich dann gut oder besser vorstellen, was man alles machen kann aus so schöner handgefärbter Wolle. Genau. Also, wenn du magst, schau in den Dornröschenwolle-Shop. Guck, ob du dir auch so ein Tuch stricken willst, jetzt für Herbst und Winter. Ich freue mich, dir ein Paket packen zu dürfen. Bis dann, deine Christine.